Hallo, heute bin ich mal der Gitarrenschlosser. Bei mir sieht es ja sowieso nicht aus wie in einer typischen Instrumentebauerwerkstatt. So, wir machen hier jetzt mal so ein paar Gitarre-Hardware-Komponenten. Wir fangen mal an mit fantasievollen Tremolo-Arm. Dazu nehmen wir einen Plasmaschneider. Druckluft ist schon aufgefüllt. Die Düse muss immer sauber sein. Ich habe mir hier zum Langfahren eine Schablone vorbereitet. Und man zum Zünden muss man das Blech meistens berühren. Aber während des ganzen Langfahrens kann man auch einen Millimeter den wieder anheben. Weil das ist auch dann praktischer, weil der ein oder andere Schlacke Tropfen, der entsteht, der bremst dann die Bewegung. Da stößt man dann davor und schon hat man irgendwas verrissen. So, die ganzen Ränder, den habe ich schon mal vorgefertigt. Diese ganzen Ränder werden natürlich nochmal nachgeschliffen. So, jetzt fangen wir mal an. Wie schnell mal so ein Ding ausschneiden kann. Gar nicht so schlecht, ne? Jetzt wäre der nächste Schritt, man flext erstmal die Ränder schön plan. Also ich brauche hier eine plane Fläche. Hier habe ich das schon gemacht. Der ist hier nämlich zum Schweißen auf eine Halterung montiert, die auch ein bisschen Wärme ableitet, damit es beim Schweißen nicht
sofort hier alles wegfließt. Ne? Der nächste Schritt wäre, die Schraube, die beim Tremoloarm da durchgeht, die schweiße ich gleich mit fest an. Dann hat man schon mal ein Element weniger, wo es wackeln kann. So, da kommt jetzt die Schraube durch. Und das zeige ich euch jetzt bei dem Teil, was ich schon vorbereitet habe. Ich will nämlich, dass der Arm hier in dem Bereich, wo die Hebelkraft am stärksten ist, ich will nicht nur die Schraube festschweißen, sondern auch hier ein bisschen eine Verdickung machen. Zum Verdicken dran schweißen nehmen wir einfach ein kleines Stück Edelstahlblech. So, machen wir hier erstmal so ein bisschen so ein Dreieck, was sich an die Rundung anpasst. Das ist jetzt bestimmt heiß. Ich hab mal lieber mit der. Was ist denn jetzt? Jetzt wird der Film unnütz lange. Ist das blöde Teil hingefallen? Ja. Hä? Besser? Nee, das hatte doch so ein Dreieck am Anfang. Ja, mach ein neues. Gott, Mann! Das Dreieck ist weg. Großes Problem. Was soll denn der Scheiß jetzt? Das kann doch nur hier irgendwo liegen. Ein Leben ohne Dreieck ist bedeutungslos. Leck mich doch am Arsch hier! Immer! Ich fang jetzt nicht den Scheißfilm nochmal von vorne an. Das kannst du auch schneiden hinterher. Mann, Scheiße. Und wie Sie ein Dreieck selber herstellen, erfahren Sie wie immer in unserem Hobby-Tipp, den Sie gegen Zusendung eines an sich selbst adressierten Umschlages bei mir bestellen können. So. Leck mich doch am Arsch, ey. So, dann brauchen wir das andere Schweißgerät. Das ist ganz praktisch, dass Sie dieselbe Steckdose benutzen, damit ich nie beide gleichzeitig anhabe. Gas aufdrehen. Weil die haben unterschiedliche Massen und wenn man da mit dem Finger dann unter ungünstigen Umständen zu nah dran kommt, da sieht man richtig die Funken aus den Fingern kommen, wie beim Imperator. Bzzz. So, deshalb. Und ganze Straße ist dunkel danach. Was wir jetzt machen, das nennt sich Wickschweißen. Wick von Laboom. So. Jetzt müssen wir die Wolframnadel. Die müssen wir immer schön anspitzen. Wolfram. Die dann mal wieder rein. Wolfram ist ein schlimmer Vorname.
Okay. Dann ist hier alles bereit. Jetzt muss ich den Automatikhelm noch anstellen. Okay. Jetzt schmeiße ich hier drauf, trage ich hier noch viel Material auf, dass ich hier am Anfang eine Stabilisierung habe und eine Verdickung. Übrigens kann man als Edelstahlschweißdraht sehr gut alte Gitarrenseiten nehmen. Okidoki. Dann machen wir da mal so ein Kleckschen. Und los geht's. Fast so einfach wie heiß kleben. So, und dieser Punkt so von Tropfen anfängt zu verlaufen, dann weiß man, es hat es angenommen. Jo, das sieht ja schon ganz gut aus. Wie gesagt, soll auch nur ein Beispiel sein. Mal das mal wieder hier zur Seite. Du hast einen Helm auf, Thomas. Das wird aus. So, wenn man jetzt was Neues drüber macht, sollte man das vorher schön sauber machen. So, wie gesagt, hier wollte ich noch mein Dreieckblech noch drüber machen. Und dann wird hinterher, wird das dann am Schleifstein richtig schöne Rundung reingeschliffen. Das sieht dann im Endergebnis, sieht das so aus. Dann wird es noch poliert am Polierrad. Und schon hat man einen schönen ergonomisch geformten und auch dreidimensionalen Vibratoarm. Ja, was man hier auch sieht an dieser Gitarre, passt auch zu meinen Gitarren. Hier habe ich mit dem Plasmaschneider so eine Art flammendes Herz rausgebrannt. Ach du liebes bisschen. Da musste ich das Tremolo auch etwas umbohren mit neuen Löchern, dass es mehr Vibrato gemacht hat. Und hier seht ihr einen Alu-Rohling, den ich in eine oktavkompensierte massive Bridge umgewandelt habe. Und so eine massive Bridge, die klingt viel besser als eine Zinkdruckguss-Bridge. Da rappelt nichts, das Material klingt besser und saugt nicht so die Obertöne weg. So, wenn man sowas baut, dann fängt man damit an, dass man... Dazu braucht man einen Frästisch.
glaube, wir fallen gleich die Ohren ab. Ja, ja, wir müssen das hier auch nicht zu Ende machen hier. So, hier entsteht jetzt also eine plane, gerade Fläche auf dem Rohling. Da mache ich dann meine Markierung drauf von den eingestellten Oktav-Reinheitspunkten und dann bohrt man einfach passend da 6 Löcher rein, so Vertiefung, und macht das Ganze dann ein bisschen schöner. Und ihr habt das Endergebnis ja eben schon gesehen. So, was kann man noch so für Schlosserarbeiten machen? Ich gestalte auch gerne neue Designs bei Schlagbrettern. Jetzt habe ich hier noch 2 Zierrundungen dran. Jetzt kann man an einem Bandschleifer das noch verfeinern. Übrigens kann man hier durch Schräghalten jeden beliebigen Radius hinkriegen. Man ist also nicht nur auf diesen einen Radius angewiesen. Da kommt mal mit den Nähten hin, da seht ihr, worauf ich hinaus will. Das wird mein super cooles Pickguard für eine Metal-Gitarre. Und übrigens, ich bin ja jetzt nicht nur einfach hier so ein Technik, Freak und Schlosser. Design interessiert mich auch sehr stark. Man kann sowas auch mit Spiralen machen. Und ich habe mir überlegt, für diese komplizierten Formen, da steckt trotzdem eine ganz einfache Regel hinter. Ich habe einen 10 cm Durchmesserkreis bin ich ausgegangen. Und an jedem von den beiden Dingern wird mit denselben Radius passend was weggenommen. Einmal hier und bei dem einmal hier und dann noch die Aussparung für die Pickups und schon hat man ein schönes neues Design. Übrigens, was auch eine meiner Schlosserarbeiten ist, das ist hier der vereinfachte D-Bänder. Ihr kennt aus einem anderen Video schon den Monster-Bänder, der hatte 3 Töne für die tiefe E-Seite, der aber nur ins Drop D wechseln will, der kann hier die vereinfachte Version benutzen. So. Und wieder ein sauberes E, ohne dass es verstimmt ist, und zack, wieder ein sauberes Drop D. Ist absolut verstimmt frei. Machen wir das mal 10 Mal. Passt immer noch. 2 saubere Ds und 2 saubere E's. Wichtig ist, dass dieses Ding hier gut arbeitet, dass das Stoppteil-Piece nicht so komische Ausbuchtungen hat und so, weil dann flutscht das Ding hier unter Umständen in so eine Rille. Und noch viel wichtiger ist, dass hier der Seitenreiter nicht mittanzt. Die haben nämlich oft Spiel. Deswegen habe ich eben ja auch schon erzählt, ich bevorzuge massive Bridges. Ich würde jetzt praktisch mit einer
das schön oktavrein einstellen, würde dann die Werte hier mit Messschieber bezogen auf eine Mittellinie mir halt notieren. Und diese Maße würde ich dann in den Rohling fräsen und dann klingt es viel besser. Wenn wer aber sowas hier verbessern will, gibt es auch einfache Tricks. Zum Beispiel dieser und dieser hier, die haben ganz stark gekippt. Die haben richtig mitgezisselt. Und das lag daran, dass der an diesen beiden Punkten hier nicht sauber auflag, sondern dass hier dieses Endloch für die Schraube ein Zehntel Millimeter zu hoch war und der deswegen wippen konnte. Es ist aber nicht zwingend notwendig, dass diese Schrauben, die einmal hier durch ein Loch gehen und hier durch ein Loch, hier in diesem zweiten Loch gelagert sind. Die sind hier mit einer Spitze im zweiten Loch gelagert. Und bei den Reitern, die hier gerappelt haben, habe ich einfach die Spitze weggefeilt und schon lag er hier sauber auf. Und wenn dann immer noch irgendwas wackelt, kann man auch noch Superkleber reinmachen oder ich habe hier einfach so ein Ende von so einem Zahnstocher reingehauen. Und jetzt sitzen hier alle Bomben fest und nichts rappelt mehr. Das ist übrigens eine Powerfeile, mein Lieblingsspielzeug, was ich schon tausendmal gebraucht habe, irgendwie um irgendwelche feinen Nachbearbeitungen oder so Sattel zu machen oder so. Wenn man auch hier sieht, hier ist irgendwo noch ein Grat oder irgendein Radius ist noch nicht perfekt. Da kann man so dann immer, dass die Späne nach unten gehen. Jetzt sieht es schön gerade aus. Jetzt müssen wir nur noch hier mit meine Farbmarkierung abwaschen und dann feile ich hier noch eine schöne Schräge rein wie hier und dann wird es mit Schleifschwämmen noch blank poliert und schon habe ich ein schönes alternatives Picard Design. Hier ist natürlich auch eine ganz spezielle Schaltung wieder drin. Dann machen wir vielleicht noch einen anderen Film zu. Habe ich auch schon genug andere Filme gemacht. Das war jetzt so ein kleiner Überblick über die Schlosserarbeiten, die ich so an der Gitarre mache. Und meine Werkstatt hier hat praktisch so ein Feinmechanik- und Elektronikteil und eine Schlosserabteilung. Und wenn ich mal irgendwelche Boxen tischlern muss oder Gitarren lackieren oder so, das machen wir dann drüben in der Scheune. Auf jeden Fall sieht es hier nicht so typisch aus, wie man sich das vorstellt. So ein Gitarrentyp hat irgendwie so eine urige Werkstatt mit tausend Speziallackdöschen und Holzbeiteln und Chevy Chic Hobelbank und so. Verstehe ich nicht, wozu man so ein Zeug braucht irgendwie. Weil das meiste ist ein Brett mit Draht dran und Hardware-Technik und so. Okay, also ich bin jetzt der Gitarrenschlosser und dann haben wir irgendwas vergessen? Nee, dann tschüss bis zum nächsten Mal und frohes Fest.